Hallo zusammen und ich begrüße euch heute mal zu einem komplett anderen Video. Ihr seht es schon, wir sehen hier einen Tisch, schwarz, so. Ein Couchtisch sozusagen. Ja, wie gesagt, heute mal ganz was Neues. Zwar habe ich mir ein paar Sachen im Internet bestellt, bei der Firma Thomann, vielleicht kennt das jemand, www.thomann.de, eine Audiofirma, hat sehr viele Audiogeräte, eigentlich alles, was das Herz begehrt. Nein, ich werde nicht anfangen zu singen, aber dennoch habe ich ein paar Sachen bestellt. Und die habe ich heute bekommen und die will ich mit euch gemeinsam auspacken und gucken, ob das überhaupt was ist. Das war so ein Spontankauf. Hab die Sachen noch nicht getestet, auch noch nicht ausgepackt. Also wirklich noch original verpackt. Und dann gucken wir mal. Der Karton war größer als ich. Also hatte ich schon Angst, dass das Falsche kam, aber es war doch das Richtige. Zwar fangen wir mal mit ein schön weißen Paket an hier. Hier steht schon was drauf. Aber sonst eigentlich relativ. Ja, schaut komisch aus. Das habe ich schon mal aufgemacht. Aber nur so weit, bis ich es aufgemacht habe. Da drin ein schöner silberner Koffer. Ah, davor. Dann haben wir hier noch sowas. Keine Ahnung, was das ist. Der ist leer. Kartons wegschmeißen. Braucht keiner. Hier haben wir. Gucken wir mal irgendwo her. Bedienungsanleitung, so ein Kack, schätze ich mal, sollte das sein. Bin ich raus hier. Na komm schon. So. Hier ein Heftchen zum Durchlesen. Wer will, kann, wer nicht, interessiert keinen. Muss ich auch mal kurz anschauen. Nee, braucht keiner. So. Was haben wir hier? Schönes. Ah, okay, das ist schon mal interessanter hier. Hier sieht man es. Ah, ein Mikrofon, ein Großmembraner. Ja, den SC450 mit Spinne, alles drum und dran. Hier auch nochmal, hier ist die deutsche Version. Mit den ganzen Sachen, was er alles kann. Kann ich mal schauen, selbst so, aha. Steht nichts Interessantes drauf. 20 bis 18.000 Hertz. Uninteressant. So, das ist interessanter hier. Schöne Koffer, mir gefällt das schon mal. Mal richtig hinstellen hier. Hier da oben steht sogar T-Bone. Also sein T-Bone-Mikrofon. Und wir enthüllen es jetzt mal. Ich habe es noch nicht gesehen. Okay. Ja, für alle, die ein bisschen auf Süßigkeiten stehen. Haben wir hier die Spinne. Messer. Ich habe nicht so gern Spinne, deswegen da schneiden wir die gleich. Gucken wir mal. So. Oh, sieht das aus. So ein Eisengestell, wo dann das Mikrofon drin aufgehängt ist sozusagen, damit es auch keine Schwingungen ausgesetzt ist. So ein Teil ist ziemlich teuer, wenn man es separat kauft. Dann haben wir hier noch ein Ersatzgummi, falls mal der Gummi kaputt geht. Man soll ja immer Ersatz bei haben, sagt man, ne? Zwei Stück Gummi. Etwas groß, aber naja, bei manchen passt es, bei manchen nicht. So, dann haben wir hier das Wichtigste, Schlüssel für den Kasten zu versperren. Ist das sehr wichtig, damit keiner klauen kann, dann nimmt halt einfach den Kasten mit. Und hier haben wir das Prachtstück, das extrem schwere Teil hier. Nennt sich Großmembran-Mikrofon und ist schweineteuer eigentlich. Und schaut nicht so schlecht aus. Hier, so. Hier unten kein USB-Anschluss. Das ist das SC450, wenn man es lesen kann. Genau. Damit werde ich demnächst auch Let's Plays machen. Aufpassen, das sind hier. Ein bisschen rumtesten, deswegen sage ich, ich werde nicht singen. Und das kommt dann später hier so reingesteckt in die Spinne. Werde ich aber jetzt nicht machen, das werde ich dann alles offline machen. Wir backen das hier nochmal aus. So, auf die Seiten legen. Ich kann es eigentlich wieder schön hier reinlegen. So. Die Spinne auch wieder dazu. Irgendwo hängt das. Egal, machen wir es einfach auf die Seite.
Hier nochmal die ganzen Rechnungen dazu. Dann habe ich auch noch das Kabel dazu. Also das ist das XLR-Kabel. Das braucht man, weil wie gesagt, das ist kein USB-Mikrofon. Da hat man wieder die Stecker, was man beim Mikrofon hat, XLR. Das Kabel hier ist 6 Meter lang. Also ich denke mal, damit kann man schon ein bisschen spazieren, dass man nicht so auf eine Richtung gebunden. So, hier mal aufräumen das. So, weg, weg. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. So, das wieder hier hin, das brauchen wir auch nicht. Dann gucken wir weiter. Was haben wir noch? Ah, hier ist noch was Interessantes. Hier ist unser Bob. Also ein Bobschutz. Ist einfach für die Leute, die gerne spucken und so, ne? Nee, das ist einfach, damit die Stimme besser rüberkommt und so. Braucht eigentlich jeder Großmembraner. Können wir auch mal auspacken. Der ist etwas filigraner verpackt. Da habe ich mir schon Schmerzen zugefügt. Mal gucken, ob ich das irgendwie so hinkriege, ohne dass ich mir Schmerzen hinzufüge. Diesen dämlichen Klammern hier. So. Geh auf da. Hammer-Style. Egal, machen wir es einfach auf die robuste Art. Kann ja nicht viel kaputt werden hier. Au, und schon habe ich mir wieder reingepiekst da mit diesen Klammern da. So. Ist da noch irgendwas drin? Plastikklumpen braucht keiner. Ja, hier nochmal. Die Bone MS 180. Braucht auch keiner. So. Hier ist das schöne Teil. Das ist noch hier zusammen. Das schneiden wir hier mal auf da. Geh auf. So. Springt er schon auf da? Sieht man? Ja. Ich habe mir schon wehgetan. Blutig schon. Das hier wird an einen Ständer sozusagen festgemacht. Hier mit der Schraube da. Und das kommt dann sozusagen vor das Mikro. Damit man da dann einfach nicht in das Mikro pustet, den Atem hört oder sogar reinspuckt. Man sieht da auch durch, wie man sieht. Also es ist wirklich nur, damit einfach nicht die Luft zu schnell durchgeht. Gibt es auch in verschiedenen Varianten. Was haben wir dann noch? Aus einem blutigen Finger, nicht viel. Ja, ein etwas größeres, länglicheres Paket. Das ist eben der Ständer dazu. Weil man muss ja das ganze Mikro auch irgendwie halten und aufstellen und befestigen. So. Gucken wir mal. Der sollte etwas größer sein. Sein Eisengestell hier. Also ich muss auch sagen, von der Firma Thomann, die verpacken die Sachen ja gerne extrem gut. Es ist ja mehr Verpackungsmaterial als wie alles andere in der Schachtel gewesen. Die Schachtel war sicher 1,40 Meter lang, 70 hoch und 30 breit. Da war 90% davon nur Verpackungsmaterial. So, jetzt gucken wir mal hier. So, da kann man hier aufklappen, die ganze Sache hier. Da. Und hier unten eben der Ständer, da kann man auch jedes einzeln auf- und zumachen. Ja, ein bisschen schweres Drum hier, alles aus Eisen. Nicht so ohne. Na egal. Dieses Kack, da braucht ich kein Mensch. Aber das war in diesem Set dabei. Und jetzt kommen wir noch zu einem Highlight, was ich mir noch dazu bestellt habe. Ist das hier. Das habe ich auch hier nochmal. So, auf mein iPad. Ein bisschen schummeln, damit ich das sehe. Na, was natürlich keiner hingeben. Sieht man sonst. Ja, hier haben wir nochmal das Xenox QX1200 USB. Ja, das ist ein Mischpult mit rauscharmen Verstärkern und extra für dieses Mikrofon ausgelegt. Weil hier sieht man auch wieder diesen XML-Stecker, oder wie der jetzt geheißen hat, ganz vergessen. XLR, so war's. XLR-Stecker für zwei Mikrofone geeignet. Dann haben wir jede Menge Einstellungsmöglichkeiten zwischen Hochton, Tief und Mittelton. Wir haben noch dabei einen USB-Anschluss. Damit kann man das Mischpult an den PC anschließen.
sowohl vom Mischpult auf dem PC aufnehmen oder vom PC auf das Mischpult Audiosignale übertragen. Sprich, hat man hier irgendein Soundsystem noch angeschlossen am Mischpult, kann man vom PC über das Mischpult ans Soundsystem Audiosignale leiten. Gut, was haben wir da noch dazu zu sagen? Keine Ahnung, wir packen es mal aus. Gucken wir mal. Hier oben geht's auf. Ich habe es mir noch nicht live angeschaut. Ich hoffe, das ist gut und nicht so filigran, wie es sein könnte. So, da haben wir hier mal was. Und da muss ich mal kurz vorsichtig sein. Hier wieder jede Menge Verpackungsmaterial. Hier haben wir einmal die Bedienungsanleitung. Wer lesen will, werde ich wahrscheinlich auch brauchen. Wie gesagt, davon habe ich noch keine Ahnung. Okay, das ist kleiner als wir erwartet. So, hier haben wir auch nochmal Verpackungsmaterial und die Schachtel ist jetzt leer. Ja, da hinten sieht man nochmal ein paar Kleinigkeiten. Wir haben hier eben die, zum Beispiel, wo ist der jetzt? Muss mal kurz schauen. Hier FX-Prozessor. Der ist cool, damit kann man direkt am Mischpult Soundeffekte einfügen, ohne dass man sie später dann auf dem Computer hinzufügen muss. Aber wir werden sicher, ich werde hier noch ein Video machen zu den ganzen Testfunktionen, was das kann und so weiter. Man hat auch ein Dreiband-EQ, also eben für die Einstellung Mittel, Hoch- und Tieffrequenzen. So, den Kack brauchen wir alles nicht. Da weg, da weg, da weg, da. Okay, da schaut's auf den Boden. Hier haben wir. Stecken hier. Bedienungsanleitung. Braucht eigentlich auch kein Mensch. Aber ich denke mal, in diesem Fall werde ich sie brauchen. Weil das für mich auch alles Neuland ist. Wie gesagt, ich habe mir das alles nicht gekauft und singen, sondern einfach nur so mal zum Testen, rumspielen. Ja, einfach nur so. Hier Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen, Englisch, Französisch, Deutsch und wie auch immer. Braucht eh kein Mensch. Und hier noch ein Prospekt dazu, was es sonst noch alles so an Mikrofone und so weiter gibt. Aber das findet man auch alles auf der Internetseite. Braucht man eigentlich auch nicht. So, hier haben wir noch ein paar Sicherheitshinweise und Warnungen, die man beachten sollte. Denn das ganze Teil braucht ja Strom, 230 Volt. Und das sollen ja Kinder nicht unbedingt rumspielen. So, hier haben wir noch Informationen, wo es herkommt. Braucht auch kein Mensch. Und hier nochmal Behringer Sticker zum Draufklicken. Auch cool. So, und hier kommen wir dann zum Prachtstück. Ziemlich klein, also so, würden sein 15 mal 20 so rum in Dreh oder so. Vielleicht finde ich da die Größe irgendwo. Mal kurz schauen. Es ist 19,5 cm mal, also 19,5 in der Breite. Dann haben wir 24,6 in der Länge und 50 mm in der Höhe. Packen wir aus. Da war noch was. Da war noch was. Hier drin haben wir wieder was für unsere Leute, die naschen wollen. Schöne Kügelchen, damit hier nichts an Feuchtigkeit zustande kommt. Ja, hier haben wir es. Wir haben jede Menge Drehbottiche in verschiedenen Farben, die eigentlich soweit relativ stabil sind. Einige in den Videos haben geschrieben, die sind nicht stabil, aber ich finde die eigentlich relativ stabil hier. Es ist nicht das teuerste Mischpult, aber auch nicht das billigste. Man muss dafür schon ein bisschen mehr als 100 Euro hinblättern. Fürs Mischpult alleine. Hier sehen wir den FX-Prozessor. Das ist hier in diesem Teil da. Mit diesen zwei Reglern und den Tasten hier. Hier haben wir eben Hoch-, Mittel- und Tieftöne zum Einstellen. Hier, die roten sind der FX-Prozessor, wo man den dann auch einschalten kann. Dann haben wir keine Ahnung was. Und die allgemeine Lautstärke. Hier eben zweimal Mikrofoneingang. Hier andere diverse Eingänge, Ausgänge, wie auch immer. Hier für ein Mikrofon den Verstärker, diesen 48 Volt Phantom, glaube ich. 48 Volt Phantom Power heißt das. 48 Volt Phantom Power. Das braucht das Mikrofon, damit es auch einwandfrei funktioniert. Und hier die Gesamtlautstärke kann man über diesen Regler noch regeln. Hier von den Seiten nochmal angesehen.
Für dich schaut gar nicht so schlecht aus, schön in Schwarz-Silber gehalten. Hier oben sieht man, dass wir eine USB-Schnittstelle haben und hier ist die Stromschnittstelle. Oh, hier kann ich noch mal näher halten. Also wie gesagt, hier oben die zwei Mikrofone, hier diverse Ein- und Ausgänge, sogar Chin-Stecker haben wir bei. Hier oben kann man die Mikrofone separat noch das einstellen. Was genau, weiß ich selbst noch nicht. Wie gesagt, Neuland für mich, aber sonst eigentlich ein gutes Teil. So, dann hätten wir das auch mal. Und hier ist wahrscheinlich das Netz da dran. Ja, das ist schwerer als wir alles zusammen. So, raus hier, wirst du. So, hier nochmal der 230 Volt Stecker und hier der Stecker von Mischpult. Das Mischpult braucht stolze 1 Ampere auf 14,8 Volt. Okay. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch ein USB-Kabel, damit wir das Mischpult am PC anschließen können. Man kann auch die Software am PC installieren und das Mischpult über den PC steuern, aber die Software kostet natürlich extra. So, mehr habe ich jetzt nicht gekauft. Ist ja jede Menge, war jede Menge Geld, was ich hier ausgegeben habe. Wie gesagt, hier nochmal, da ist ein Mischpult, die ganzen Kabeln. So, das Kabel hier, den Ständer habe ich ja gekauft. Diesen Popschutz legen wir hier nochmal oben mit drauf. Und das beste Stück kommt zum Schluss. Hier nochmal das Mikrofon. Das war es eigentlich, was ich gekauft habe. Wie gesagt, der Ständer, den zeige ich jetzt dann nochmal her. Da, die Kabel noch. Braucht man auch dazu. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Zu den Tests und so weiter kommen wir demnächst. Bei Fragen könnt ihr mir gerne schreiben. Wie gesagt, direkte Ahnung von dem Mischpult habe ich noch nicht. Da muss ich mich selbst erst einlesen. Und ja, wir sehen uns wieder in einem nächsten Video. Oder ihr seht mich wieder, wahrscheinlich mit Livecam. Wenn ihr weiterhin auch solche Videos haben wollt, wo ich Sachen auspacke, die ich mir kaufe, schreibt in die Kommentare, lasst ein Like da, vielleicht ein Abo, wenn es euch gefällt. Macht es gut, wir sehen uns, Leute. Ciao.